Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen oder weiteren Folge Dark Ride Challenge. Hier werde ich jetzt tatsächlich vom letzten Video auf die Fragen eingehen, die dort tatsächlich noch gekommen sind. Und zuallererst möchte ich auch sagen, herzlichen Dank schon mal für die ganzen Bewerbungen, die jetzt schon zugesagt haben. Wenn ich mich nicht verzählt habe, haben wir jetzt schon 9 oder 10 Leute dabei. Wahnsinn, ey, wir sind so begeistert, dass ihr da mitmacht und wir hoffen, diese Challenge wird echt mega werden. Ich gehe davon aus, dass sie mega wird. Ich bin euer Bluefire oder auch Dennis, wenn ihr wollt. Ich denke mal, es wird langsam Zeit, dass wir mal mit dem richtigen Vornamen uns begrüßen, wenn der nicht sowieso schon mal irgendwo aufgetaucht ist. Weil der Bluefire-Name ist ja eigentlich so diese Game-Schiene oder so. Ich möchte ein bisschen persönlicher werden zu euch und deswegen könnt ihr mich auch gerne mit Dennis ansprechen. Und ich glaube, die anderen Jungs werden mir dann auch irgendwann so weiter folgen, dass wir uns mal dann mit den Vornamen ansprechen. Weil privat reden wir auch die ganze Zeit mit den Vornamen und manchmal kommt auch das ein oder andere schon mal rausgerutscht, dass dann der Vorname genannt wird. Und so viel erstmal dazu. Und hier möchte ich jetzt erstmal auf die Fragen eingehen. Ich habe hier tatsächlich 2 DIN A4 Blätter vollgeschrieben und mir die Fragen rausgeschrieben, die nochmal einzeln durchgegangen und so weiter und so fort. Deswegen werde ich diese jetzt hier in diesem Part mit euch mal durchgehen. Und ich habe nämlich schon mal was vorbereitet dafür und das sieht dann so aus. Also, wir fangen mal mit Evelyns Frage an. Und die hat gefragt, ob das Terraforming erlaubt ist oder, also das Terraforming, ob das Terraforming erlaubt ist. Und ich auch oder sie auch das Terraforming über diese Begrenzung hinaus bauen darf. Also zu dieser Frage kann ich nur sagen, habe ich auch schon was vorbereitet. Terraforming ist natürlich erlaubt, aber bitte kein Überbau. Ja? Also seht zu, dass ihr wirklich hier in dieser Begrenzung bleibt. Wir kommen gleich noch dazu, dass ihr sehen könnt, dass ihr wirklich super viel Platz habt. Jetzt habe ich hier nur ein Beispiel gemacht, wie es halt nicht sein soll. Weil wenn es so ist, dann ist Überbau und dann ist man quasi schon disqualifiziert, was den Pokal angeht. So, diese Frage habe ich dann damit beantwortet. So, dann kommen wir zu mehreren Fragen von Benutzername. Übrigens, Evelyn, Grüße gehen raus. Ne? Ich freue mich auch schon auf den Park, den du mit Mitaro gebaut hast. Ich hoffe, der kommt bald. Ich bin heiß wie Frittenfett auf diesen Park, weil ich weiß noch nichts. Ich habe nur gehört, was ihr so vorgehabt hattet und dann wieder umgeworfen und so weiter und so fort. Ich freue mich schon auf diesen Park und den werdet ihr natürlich hier auch auf diesem Kanal finden. Und wir kommen jetzt zum nächsten, zum Benutzername. Da gehen auch die Grüße natürlich ganz herzlich raus, bei dem wir jedes Jahr unser Weihnachtswichteln machen, der das auch immer wieder schön organisiert und macht und tut. Da sind wir dieses Jahr natürlich auch wieder dabei. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dieses Jahr auch wieder ein Weihnachtswichteln machst, auch wenn jetzt nicht die 24 Adventstage voll kriegst, aber diese Challenge macht so viel Spaß, das ist einfach nur lustig. Ja, deswegen bitte da mehr von oder jedes Jahr von. Das macht immer wieder Spaß. Dieses Schrottwichteln, dass es jedes Mal irgendein random Spiel bekommt und könnt ihr gerne auch beim Benutzer mal euch angucken, das Weihnachtswichtel, so wie auch seine anderen Videos, genauso wie aber auch bei uns auf dem Kanal zu finden, das Schrottwichteln von 22 und 23, könnt ihr auch gerne da mal reinschauen, ist auf jeden Fall sehr lustig. Jetzt kommen wir aber mal zu den Fragen vom Benutzername. Benutzername hat gefragt, welche Bahnen sind erlaubt? Muss es eine Geisterbahn sein? Also, mein Guter, oder ihr alle, die mitmacht an dieser Challenge, oder vielleicht auch du, der noch mitmachen möchte, es ist vollkommen egal, was für ein Ride. Absolut egal. Ihr könnt
hier dieses Flatride benutzen. Ihr könnt eine Achterbahn bauen, ihr könnt die Geisterbahn nehmen, ihr könnt aber auch ein Skilift nehmen, ihr könnt eine Bootsfahrt nehmen, ihr könnt sogar eine Monorail nehmen oder halt tatsächlich auch hier so ein Horror Heights machen, ja. Es ist vollkommen egal, was für ein Ride. Die Hauptsache ist nur, dass dieser Ride innerhalb dieser Begrenzung ist. Ja, also da seid ihr komplett frei, was ihr machen wollt. No? Dann die nächste Frage, darf man Custom Media einbauen? So, da bin ich schon wieder, ja, klar, ich kann das verstehen, dass man bessere Sounds findet, etc., auch Copyright und sowas. Mir wäre es tatsächlich aber trotzdem lieber, nur die Sounds vom Spiel, ja. Also wir bleiben dabei, nur Sounds und Bilder vom Spiel oder halt Bilder von Toolkits, die gibt es ja auch. Ja, da gibt es auch jede Menge Bilder, die man sich runterladen kann. Die sind ja erlaubt. Toolkits sind ja auf jeden Fall erlaubt. Ihr könnt den ganzen Dark Ride mit Toolkits vollballern, ja? Oder nur bauen mit Toolkits. Das ist uns vollkommen egal. Aber bitte kein Custom Media. Und wenn ihr Custom Media macht, könnt ihr es gerne machen. Nur ich werde die Dinger da nicht runterladen, weil ich habe gesagt, nein. Ja? So, aber für euch, für eure Dark Ride könnt ihr auch hochladen auf Steam und so. Für andere, da könnt ihr euer Custom Media einbauen. Also das soll jetzt nicht heißen, dass ihr es nicht machen sollt. Nur wenn wir dann die Parktour oder den Dark Ride bei uns auf dem Kanal zeigen und ihr habt dann Custom Media drin, wie Sounds oder Musik oder Bilder, dann sind die halt nicht zu sehen. Nur kurze Info dafür. Dann kommt noch eine Frage. Sind eigene erstellte Blueprints erlaubt? Nein. Also wie schon beim letzten Video gesagt, Blueprints bitte keine. Jeder soll das bauen von 0 bis 100%. Also jeder fängt bei 0 an und muss bis 100% oder wie halt mit der Zeit kommt, bauen. Ja, also wir wollen keine Blueprints und sonst irgendwas und schon die Dark Ride Challenge ist dann schon für euch nach gut 3 Wochen schon wieder vorbei. Ja, ihr sollt schon diese guten drei Monate ausnutzen, um diese Dark Ride Challenge fertig zu machen. Also das wäre so mein Wunsch, unser Wunsch. Also bitte keine Blueprints. Dann haben wir auch nochmal eine Frage. Ach so, wegen diesen Bahnen nochmal. Da hat er ja nochmal gefragt gehabt, ob es denn eine Geisterbahn sein soll oder so. Und die Frage kam auch nochmal im Discord. Also nein. Also ihr könnt eine Themenfahrt machen, wie zum Beispiel Piraten, zum Beispiel jetzt Piraten von Bavaria aus dem Europapark. Ihr könnt auch eine Abenteuerfahrt machen, wie zum Beispiel Revenge of the Mummies aus Orlando, Florida. Ich glaube sogar, die Bahn fährt zum Teil auch draußen, also bitte hier auch darauf achten, alles Indoor soll ein Dark Ride Challenge sein. Das Ding soll komplett im Dunkeln, also eingebaut sein, ja. Oder ihr könnt aber auch eine Bootsfahrt machen, wer jetzt zum Beispiel It's a Small World aus dem Disneyland Paris kennt. Das Ding hat ja diesen bekannten Ohrwurm. Wer es nicht kennt, schaut euch das mal an, das Video. Es ist alles schön und schön gemacht und so, ganz niedlich. Aber es ist, Holla die Waldfee. Oder aber ihr macht eine Gondelfahrt. Jetzt haben wir hier in dem Spiel, glaube ich, keine Gondel an sich, sondern nur so Skilift oder so. Aber es gibt auch im Disneyland Paris diese Peter Pan's Flight. Und diese Bahn ist wirklich super geil gemacht. Also die kann ich echt, wenn ihr mal ins Disneyland Paris fahrt, holt euch oder stellt euch schon früh genug an oder ihr holt euch so ein Ticket, die gibt es ja in Disneyland Paris auch, die ihr euch da holen kann, die sind kostenlos. Da müsst ihr zu einer bestimmten Uhrzeit halt dann pünktlich da sein, dann kommt ihr auch schneller an die Bahn dran. Und Peter Pan's Flight ist ein absoluter Moment, Erlebnis im Disneyland Paris, das müsst ihr mitnehmen. Also das kann ich euch nur versprechen, da werdet ihr auch nicht enttäuscht sein, das ist wunderschön gemacht, wirklich toll. Und das Ding ist immer rappelvoll. So, und ja, das war es jetzt so an Beispielen, die ich jetzt mal so genannt habe. Jetzt muss ich kurz mal gucken.
Ja, damit habe ich eigentlich alle Fragen beantwortet. Genau. Dann kommen wir zu Chrissy. Da haben wir übrigens auch schon mal Asylum Horror präsentiert, der auch ein absoluter Dark Ride war. Also da habt ihr auch nochmal ein Beispiel, wie es aussehen kann. Es ist natürlich ein bisschen groß, aber es ist alles Indoor. Ja, und das wollen wir auch so haben, ja, dass ihr daran denkt, das auch so zu bauen. Und die fragt, ob man auch andere Rides, Achterbahn, Flat Rides, als Objekt oder als Auslöser benutzen kann. Die Frage hatte ich mit mir selber schon als eine Gegenfrage genommen und habe mir gedacht, wie cool ist das denn? Auf die Idee kam ich gar nicht, eine andere Achterbahn oder irgendein Flat Ride zu nehmen, was mit einem Auslöser betätigt wird, was dann halt irgendwas macht, zum Beispiel, ja. Finde ich total cool, ist auf jeden Fall erlaubt, alles ist erlaubt, ihr seid frei im Bauen, ich betone es noch einmal, ihr seid frei im Bauen, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr dürft nur Toolkits benutzen, keine Blueprints, ihr müsst innerhalb diesem Rahmen bleiben und ja, also ja, das war's eigentlich schon, also mehr gibt's darauf eigentlich nicht zu beantworten. Das war auch schon alles an Fragen. Ansonsten schreibt hier gerne auch nochmal drunter, wenn ihr nochmal Fragen habt, beantworte ich die gerne. Ich denke mal nicht, dass ich dazu nochmal ein Video machen werde, sondern ich werde das dann auf YouTube irgendwie beantworten. Ganz wichtig ist aber, dass ihr, ich mache nochmal ein Schreiben auf Discord und alle, die bitte mit dran teilnehmen, ja, bitte dort mit dem Smiley Daumen hoch, ja, klicken, damit wir einen Überblick haben, wer überhaupt alles mitmacht, ja. Ganz wichtig, jetzt gleich, zeitgleich mit dem Video kommt dieser Text auf Discord auch und dort bitte mit dem Daumen nach oben, ja, liken und dann, aber nur im Discord, hier natürlich auch bei dem Video, gerne liken, abonnieren und kommentieren fleißig und auch hier im Discord, ist auch verlinkt in der Videobeschreibung, wenn du noch mitmachen möchtest, ganz schnell, weil ihr habt nur bis zum 30. Mai Zeit, weil dann ist Teilnahmeschluss, ja? Ganz wichtig, wenn ihr auf Discord seid, bevor ich das vergesse, dann müsst ihr dort diesen Achterbahn-Smiley klicken und dann habt ihr die ganzen Rubriken bei uns angezeigt und dort findet ihr dann auch Challenge-Infos, Parkvideos, Parkbewerbungen, da findet ihr auch alles, ja? Oder könnt ihr auch alles sehen. Das war's eigentlich schon. Ich habe alles soweit beantwortet. Habe alles beantwortet, genau. Okay, wir gehen jetzt hier trotzdem nochmal kurz lang, weil ich habe nochmal ein bisschen was vorbereitet, wie gesagt. Nochmal kurz vorab, oder die Info, wenn der Baum jetzt so rüber glitscht, ja, über die Wand hinaus, ist es kein Überbau. Wenn der Baum natürlich über hier hingepflanzt wurde, dann ist es ein Überbau. Ja. So, wir gehen weiter. Wenn Häuser gebaut werden, ja, und dann auch alle am Rand, wenn das jetzt hier so gebaut worden ist, ja, wenn diese Hauswand innerhalb von der Markierung ist, ist es nicht schlimm, wenn das Dach drüber ragt, dann ist das halt so, ja. Jetzt sage ich auch nichts gegen. So, wenn das aber jetzt dann so wie hier aussieht, oder das hier, ist auch schon ein Überbau, ja? So sind die Regeln. Es ist gemein, aber ich zeige euch gleich, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, ja? Dann habe ich hier noch so ein Bürogebäude, ja? Das ist hier direkt an der Wand dran. Es glitscht nicht durch, also das ist natürlich kein Überbau. So, dann haben wir hier nochmal so ein Saloon. Das ist dann wiederum ein Überbau. Ja, nur, dass ihr mal so ein kleines Beispiel habt. Und dann gehen wir weiter. Das ist dann ein Blueprint. Ja, den habe ich mal irgendwann gemacht. Eine Ballonfahrt. Blueprints sind halt nicht erlaubt, wie schon erwähnt. Und dann habe ich hier mal eine Achterbahn reingebaut. Oder einfach nicht rein, die habe ich nicht gebaut, aber einfach mal reingesetzt, ja. Um euch einfach mal zu demonstrieren, das ist jetzt zum Beispiel ein Inverted Coaster und hier könnt ihr eigentlich schon sehen, wie viel Platz ihr eigentlich habt. Ja, wenn ihr eine Achterbahn bauen möchtet, wie jetzt zum Beispiel Van Helsing The Ride oder so, ja, aus dem Moviepark, ist ja auch eine reine Indoor-Achterbahn.
habt ihr hier genug Platz. Also ihr seht es selbst, ihr habt hier genug Platz und da ist jede Menge Platz noch außenrum, um da irgendwas zu gestalten oder was auch immer. Aber hier geht es tatsächlich nochmal, Obacht, außen ist uns egal. Es geht um die Dark Ride Challenge. Also hier geht es um eine Dark Ride Challenge. Also alles Dark Ride. Das ist das, worum es hier geht. Klar, ihr könnt alles außen hübsch und machen und tun, machen, was ihr wollt, ja. Aber am Ende zählt nur der Dark Ride und der wird dann auch in die Bewertung mit reingenommen von uns drei, wo wir dann entscheiden, das ist der absolut beste Dark Ride, den wir jetzt hier haben und der bekommt den Pokal. Ja, so, dann habe ich hier nochmal drin stehen, Custom Media nicht erlaubt, nur Bilder aus Toolkits. Oder TMTK-Teile, ja, wenn das für den einen oder anderen. Sounds bitte nur vom Spiel. Terraforming habe ich angesprochen. Und ich habe mal ein bisschen auf im Steam-Workshop geguckt. Das hier ist ein Dark Ride. Das hier ist tatsächlich ein Dark Ride. Ich habe den Namen leider vergessen. Es tut mir wirklich sehr leid. Ein Dark Ride und wir gehen auch kurz mal durch, wie groß dieser Dark Ride tatsächlich von innen ist. Aber das ist mal die Größe hiervon, damit ihr mal so einen Überblick habt. Ja, so sieht's aus. Und schaut mal, wie viel Platz hier noch außen rum ist. Ja, jetzt nur das mal vorab. Ja, dass ihr schon mal jetzt so einen Überblick habt, wie groß dieser Bereich ist, wo ihr drin bauen könnt, wo ihr vollkommen ausgelassen. Also hier habt ihr Platz ohne Ende, meiner Meinung nach. Da braucht ihr auch keine Angst haben, dass ihr Platzmangel habt. Wenn ihr Platzmangel habt, dann habt ihr schon viel zu groß geplant. Das ist so, weil wir gehen jetzt einmal kurz durch diesen Dark Ride durch und dann werde ich euch zeigen, dass ein Dark Ride gar nicht so groß sein muss und der sieht wirklich toll aus. Muss man wirklich so sagen. Wir gehen jetzt hier rein. Ich mache nochmal gerade hier die Zeit anders und dann legen wir auch schon hier los, ja. So, und zwar, hier ist dann der Eingang, ja, und dann, wir fliegen nur durch, wir fahren jetzt nicht, ja. Es wird keine Parktour oder sowas werden, sondern, ihr seht schon, hier ist jede Menge Zeug, ja. Er hat jetzt hier diese Geisterbahn genommen, hier die Möbel und alles und so rum. Achso, und übrigens sind das hier, alle Teile, die jetzt hier verbaut worden sind, ich musste keine TMTK-Teile runterladen. Dieser Dark Ride ist komplett TMTK frei. Ja, das sind nur Teile vom Spiel. Nur mal so vorab, was hier so los ist, ja. Und er hat dann hier tatsächlich einen kompletten Dark Ride gebaut. Mit den Teilen, ja. Also man kann schon sehen, dass Planet Coaster selbst, das Spiel, jede Menge Teile hat, um einen Dark Ride zu bauen. Und dieser Dark Ride ist wirklich hübsch geworden. Muss man wirklich sagen. Ja, so, und ihr seht selber, wie viele Räume, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber wie viele Räume es hier gibt, ja, oder, also das ist schon verrückt, ja, und dann hier ist ein Roboter drin, ja, auch selbst gebaut, ja, mit keinem einzigen TMTK-Teil, ja, da schauen wir uns noch kurz an, weil das ist wirklich cool gemacht, mit den ganzen Blitzen, und dieser Roboter sind Ketten. Und hier hinten haben wir dann den nächsten Roboter, derselbe Roboter, der sich dann irgendwie befreit hat. So würde ich jetzt das Ganze einfach mal interpretieren. Aber wie cool sieht das aus? Ja? Ohne TMTK-Teile. Das sieht super gut aus. Ja? Und dann ist dieser Dark Ride auch schon vorbei, ja? Also wie gesagt, das ist der Dark Ride. Ich werde ihn nochmal wegnehmen. Ja? Hier hin platzieren und so sieht das Ganze dann von oben aus, ja. Wir starten hier, fahren hier durch, dann gibt es hier nochmal was, hier was zu sehen, da was zu sehen. Also überall sind so kleine Szenen eingebaut und das reicht doch schon für den Dark Ride, ja. Da braucht ihr euch gar nicht so viel Gedanken und Stress zu machen, sag ich jetzt mal. Und wenn man die Größe jetzt betrachtet und ich den Rahmen jetzt nochmal einblende, was ihr jetzt wunderschön sehen könnt, ja, mehr Platz braucht ihr also nicht, ja. In dem Sinne, Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für die Teilnahmen, die jetzt schon mal gekommen sind und ich freue mich schon auf die Challenge. Ich kann schon gar nicht mehr drauf
warten. Am liebsten würde ich jetzt schon sagen, legt los, ja, im nächsten Monat will ich schon den Ärzten sehen. Leider geht die Challenge bis, oder ihr habt Zeit für die Challenge bis zum 30. September, ja, 23.59 Uhr, da muss dieser Dark Ride abgegeben sein. Ja, in diesem Sinne, da bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal für dieses Anschauen und ja, wenn es noch Fragen gibt, dann gerne hier unten drunter kommentieren, gerne. Ich werde die so schnell wie möglich alle beantworten und ja, vergisst auf jeden Fall nicht, den Daumen nach oben bei dem Text noch zu machen, damit wir genau wissen, wer jetzt zu 100% mitmacht und ihr dann auch den Park persönlich bekommt, ja? Alles klar, in diesem Sinne noch einen schönen Restsonntag und auf bald. Macht's gut. Ciao. Willkommen auf 7 Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonniert und seid dabei.